Live von einem riesigen Funkturm über Satelliten im All sendet das Achtung Nachrichtennetz. Hallo Bricklandia, ich bin Vicky Wheeler. Und ich Parker K. Heute reden wir über... Dein Wartalent. Du bist richtig schnell. Du kannst gut bauen. Und zertrümmern. Und du willst... Nichts. Es gibt auch ein Rennen im Himmel. Den Sky Cup Grand Prix! Alle Teilnehmer sorgen für ihr eigenes Transportmittel zum Sky-Stadion. Aber um dir den Sky-Pokal zu holen, musst du ein paar echt krasse Fahrer besiegen. So wie die krassen Typen hier. Hey, die rammen sich absichtlich. Ja, einfach krass. Einfach frech. Und dein Hauptkonkurrent ist der bisher ungeschlagene... Obwohl er sicher betrügt, niemals beim Mogeln ertappte... ...amtierende und unsympathische Champion... Shadow Z. Ganz recht, Shadow Z. Oh, ich werde dich sowas von fertig machen. Du bist ein namenloser Niemand, der mir auf einmal völlig unbegründet Ärger macht. Okay, Z, mach mal Platz. Ja, ja! Racington! Ja, Clutch Racington. Ehemaliger Rennstar, jetzt charismatischer Trainer für neue Renntalente. Was gut für dich und auch gut für die Story ist. Das gibt eine Einführung! Nein, nein, nein. Na, vielleicht doch. Aber keine langweilige, glaub ich. Jedenfalls hast du ohnehin keine Wahl. Also los! Hurra! Nachrenntalent. Ich bringe dich zur Racing-Rennbahn. Bleib auf der Straße, so gut es geht. Du wirst das Turbofeld lieben. Wir haben den Rennsport nicht erfunden, aber wir sind verrückt danach. Jeder Fahrer hofft auf eine Chance beim Sky Cup Grand Prix. Da findest du aber eine Menge. Geländefahren ist mir nicht neu. Das sehe ich. Willkommen auf dem Turbofeld, das beste Rennsportzentrum der Welt. Hier gibt es alles.
Eine erstklassige Crew, die alles über den Rennsport weiß. Snacks von der weltberühmten Ziellinie. Und die Radkappenkuppe, perfekt für richtig weite Sprünge. Wir haben sogar eine Werkstatt, wo du dir einen fahrbaren Untersatz bauen kannst. Und mein persönlicher Favorit, der Klatschturm, das Herzstück des Ganzen. Vergiss mich nicht, ich bin Stud, deine super tolle Unterstützungsdrohne. Stud wird dich rumführen und deine Systeme überwachen. Stets zu Diensten. Oh, Stud ist wohl ein bisschen staubig. Ich mache ihn nach diesem Intro sauber. Bis dahin, lass mal sehen, wie du aussiehst. Wenn du mal dein Aussehen verändern willst, öffne das Rennpaket im Optionsmenü. Okay, Renntalent, Zeit für deine erste Fahrstunde. Komm zu mir und ich zeige dir, wie man driftet. Siehst du die orangene Markierung? Fahr dorthin, um Klatsch zu treffen. Längsparken zu üben. Komm, ich zeig es dir. Besser driften kannst. Fast hattest du es raus. Das war so toll. Schöner Drift. Herumdriften und alles erkunden. Wenn du bereit bist, triff mich in Klatschturm. Wir starten ein Rennen. Mal sehen, ob du gut genug bist, eine lebende Legende wie mich zu besiegen und das Racing-Team zu vertreten. Ich lasse dich sogar meinen Liebling, den McLaren, fahren. Ich werde etwas fahren, das nicht ganz so erstklassig ist. Oh, bei weitem nicht. Ich hoffe, die Reifen bleiben dran. Fahre in die Startzone neben Klatsch. Okay.
präsentiert stolz die Live-Übertragung des heutigen Rennens. Ich bin Vicky Wheeler. Und ich, Parker K. Bricklandias Top-Rennkommentatoren. Heute liegen alle Augen auf Clutch Racingtons neuem Rennass. Ganz genau, Vicky. Clutch glaubt, seine Neuentdeckung schafft es bis in den Sky Cup Grand Prix. ANN berichtet weiter über diese spannende Geschichte. Und wenn Sie bereit für das Rennen sind, sind wir es auch. Perfekt. Für das Racing Team Champion. Und das Beste daran, du hast dir eine Zielflagge verdient. Wenn du genügend von diesen Schätzchen gewinnst, kannst du in den Grand Prix Arenen antreten. Es gibt 3 Grand Prix Arenen in Bricklandia. Und wenn du überall gewinnst, rate mal, was dann. Oh, oh, du bekommst ein Auto aus Gold? Ein Leben lang gratis Batterien. Oh, Unsinn, nein. Du darfst beim Sky Cup Grand Prix mitfahren. Der wichtigsten aller Meisterschaften. Wenn du die gewinnst, bist du der größte Rennstar in ganz Bricklandia. Bevor du weiter Zielflaggen gewinnen kannst, musst du noch ein paar Dinge erledigen. Stad wird dir alles darüber erzählen. Also gut, sehen wir uns mal deine Weltkarte an. Siehst du das Dreieck? Das bist du! Auf deiner Reise durch die Welt entdeckst du Aktivitäten, die dein Können auf die Probe stellen. Vielleicht hast du hier stehen 2 neue Aktivitäten zur Auswahl. Sie sind jeweils durch einen gelben Kreis markiert. Es kann schwierig sein, den Weg nur mit der Karte zu finden. Setzen wir einen Wegpunkt. Geh auf eine der markierten Weltherausforderungen und setze dann einen Blitzkreis des Flair-Vergnügen. Auf geht's! Schließe die Weltkarte und folge dem Wegpunkt zum Flair-Vergnügen. Was es auch ist, ich bin nicht. Ja, du bist es.
Hol dir schnell meine Flares. Ich habe hier schließlich einen Laden zu führen. So viel Flair gibt's gar nicht. Mach eine Schnellwende für scharfe Kurven. Schneller zu fahren. Flair gefunden. Besuche jederzeit Ankis Autoteile und hol dir mit Breakbacks weitere Flares. Und cooles Zeug. Kids sagen doch cool, oder? Flair sagen sie. Zeit zum Zertrümmern! Versuch mit der Schnellwende von Pilz zu schwenken. Wow, das war schnell! Ein paar Sachen kaputt, um Boost-Treibstoff zu erhalten. Und
abgelenkt. Sachen zertrümmern macht nicht nur Spaß. Es repariert auch dein Fahrzeug und füllt deine Boost-Anzeige. Werkstatt. Wenn du dir ein Fahrzeug bauen willst, sprich mit Sunny Monkey und geh rein. Diese Werkstätten dienen auch als Schnellreisestation und transportieren dich quer durch Bricklandia. Du bist hier beim Turbofeld immer willkommen und kannst jederzeit zurückkehren. Wenn du dich auf den Weg zum Sky Cup Grand Prix machen willst, mach eine Schnellreise zu den Sandsteinweiden und beginne dein Abenteuer. Also, Renntalent, bist du bereit für die Schnellreise zu den Sandsteinweiten? Okay, komm einfach. Schön, dich zu sehen. Das drauf. Paar Sachen kaputt, um Boost-Treibstoff zu erhalten. Wow, das war schnell. Sachen zertrümmern macht nicht nur Spaß. Es repariert auch dein Fahrzeug und füllt deine Boost-Anzeige.
dass du besser driften kannst. Fast hattest du es raus. Für die Sandsteinweiten, Champ? Okay, das dauert nicht lang. Genau wie deine Reise. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Du bist in der Werkstatt vom Turbofeld. Von Werkstätten aus kannst du Schnellreisen an andere Orte machen. Das sind die Sandsteinweiten. Ein ganz neuer Ort für Erkundungstouren, Rennen und neue Aktivitäten. Für die Schnellreise brauchen wir eine Werkstatt. Ich zeig dir die erste, aber die anderen musst du selber finden. Bam! Deine erste Werkstatt in den Sandsteinweiten. Bewege jetzt deinen Cursor auf die neue Werkstatt in den Sandsteinweiten und starte die Schnellreise. Du hast es zu den Sandsteinweiten geschafft. Am liebsten würde man für immer hier bleiben. Was? Aber lass dich von der beschaulichen Landschaft ja nicht täuschen. Hier werden überall Rennen gefahren. An den gewaltigen Steinmonumenten vorbei. Die herrlich schillernden Flüsse entlang. Und auch in der Stadt tritt man gegeneinander an. Hey Champ, ich weiß, dass du das Zeug dazu hast, den Sky Cup Grand Prix zu erreichen. Den Sky-Pokal zu gewinnen und zum größten Rennstar in Bricklandia zu werden. Jetzt zeig es auch allen anderen, indem du Rennen fährst, Zielflaggen gewinnst und in den Grand Brick-Arenen antrittst. Dein erstes Rennen ist das Staubteufelrennen. Der Name klingt gefährlich und das ist es auch. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Fahre mit dem Cursor über das Staubteufelrennen und platziere einen Wegpunkt. Jetzt kannst du dein erstes Rennen leicht finden und ich habe geholfen. Drücke Weltkarte, um die Weltkarte zu schließen und folge dem Wegpunkt zum Staubteufelrennen. Start und ich sind immer da, wenn du uns brauchst. Jetzt geh und werde der Champion, der du schon bist. Hm.
ziemlich was los hier beim Staubteufelrennen. Ganz genau, Parker. Die Schweinezucht arbeitet vollen Gestank voraus. Es gibt verschiedene Tornado-Warnungen. Und obwohl auch noch ein Rennen angesagt ist, ist Chip Hausers Flugschule geöffnet. Vicky, ich konnte vor dem Rennen mit Chip Hauser sprechen. Ich konnte ihn zwar kaum verstehen, weil er den Mund voll hatte und ständig gekaut hat, aber eins ist klar, er ist siegeshungrig. So ein Mist. Du hast gewonnen, also kriegst du meine Zielflagge, oder? So läuft das, glaube ich. Pass gut drauf auf, ja? Sie ist frisch gewaschen. Nein, ist sie nicht. Vielleicht sollte ich es mal mit diesem Bemühen versuchen, das mir immer alle empfehlen. Du hast deinen ersten Rivalen besiegt. Nicht das gleiche wie mich zu besiegen, aber du hast eine Flagge. Ich füge diese Zielflagge deiner Sammlung hinzu. Sie ist sehr hübsch und bringt dich einen Schritt näher an die Qualifikation für die sandsteinweiten Grand Prix Arena. Eins noch. Du musst erst noch etwas Erfahrung sammeln, um mit deinen nächsten beiden Rivalen mithalten zu können. Es ist an der Zeit, EP zu sammeln und dein Level zu erhöhen. Finde zwischendurch Events, Missionen und Herausforderungen, indem du die Welt erkundest. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Ich habe die nächsten beiden Rennen auf deiner Karte markiert. Das zum Freischalten eines Rennens benötigte Level wird auf dem Rennsymbol angezeigt. Du siehst dein aktuelles Level in der EP-Anzeige oben rechts in der Weltkarte. Alles verstanden? Toll! Dann mal los!